Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Wir haben eine echt schöne Auswahl an Möglichkeiten und Optionen heute. Sealed kriegt der Funken, Draft kriegt der Funken und ein Ranglisten-Draft für Ravnicas Treue, der mich momentan auch so fast schon mit am meisten reizt. Da der eventuell bald raus ist und Krieg der Funken ja gerade reingekommen ist, würde ich heute nochmal den Ravnicas Treue Draft spielen. Und wie gesagt, da wir den War of the Park noch eine Zeit drin haben, kommen da auf jeden Fall noch weitere Folgen mit der Edition. So, jeder Spieler wirft alle Karten aus seiner Hand ab und erzeugt dann entsprechend viele Karten abwerfen. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Wachsamkeit und Seelenwanderung, das klingt schon eher ziemlich gut. Andere Flieger haben, ja, Evasion und Invasion Deck, ist auch nicht schlecht. Jede Kreatur, die gerade, ja, Trampelschaden. Im First Pick auf zwei Farben zu gehen, das ist schon ziemlich risky. Kann nicht von mehr seiner Kreatur geblockt werden, immer wenn er da Zufügungsstörungen. Okay, für 4-4, also für 4 Mana und 5-5 meine ich, ist ein ziemlich guter Tausch. Mich lockt momentan aber echt der Flieger irgendwie am meisten. Da ich schon Lust hätte, ein Evasion-Deck zu bauen. Ansonsten natürlich wäre auch schwarz hier unten. Aber es wäre auch schon zweifarbig im ersten Pick. Das ist eigentlich nicht so die beste Wahl. Und ich finde die Rare, weiß nicht. Nicht so der. Ja, weiß nicht. Für spezielle Decks bestimmt, aber im Limited ist das, glaube ich, semi gut. Okay, da das zweite oder das erste Pack, zweiter Pick, zeigt mir, wir hätten vielleicht doch Orthos gehen können. Orthos, ja. So, der Kollege ist auch nicht schlecht. Der schützt mich einen Zug für 3 Mana eine 3-3. Kriegen wir das kombiniert? Das sieht aber erstmal ganz gut aus, wa? Ich würde sagen, wir gehen weiter auf Evasion und picken hier auch wieder den Flieger, der ja auch einen ziemlich guten Value hat für 4 Mana, 4-3 fliegend Wachsamkeit. In der Regel hast du 5 für einen 3-3 Flieger. Okay, was haben wir hier Schönes? Gucken wir erstmal bei den Uncommons, da immer noch 3 drin sind und wir haben einen Flieger, der in unser Farbschema passt. Und perfekt sich mit Wirtsturm-Skaeda ergänzt. Also das ist ja hier ist ja top. Ich will aus den drei Karten ein Deck bauen. Mehr will ich nicht. So. Blau-Weiß. Kreatur hält mir das 4 Minuten Karte. Falls meine Hauptphase. Tappe die Kreatur. Oh, das ist nicht schlecht. Bisschen Control. Mill im Limited. Ja, auch schon seine Vorteile, aber momentan liebäugle ich damit. Ja, gut, für ein Mana 2-2 ist auch nicht schlecht. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, das ist hier sogar doch schon eher was. Was würdet ihr eher picken? 3 oder 5 Schaden für 2 Mana spontan, aber nur auf eine getappte. Oder eine Kreatur minus 4 geben. In meiner Hauptphase tappe ich sie sogar und sie enttappt nicht. Das ist ein bisschen mehr Control. Und hier muss die mich nämlich schon mindestens einmal angegriffen haben oder benutzt worden sein. Ich glaube, aufgrund der bisherigen Mana-Kurve würde ich jetzt doch eher den nehmen. Ich glaube, der ist flexibler und hilfreicher. Ja, Wahnsinn, schaut euch das an. Was für ein Glück war das denn, bitte schön auf Blau-Weiß zu gehen. Super, würde ich sagen, oder? Hier, sogar ein Medaillon. Klasse. Wenn er hier ins Spiel kommt, erhalte ich 2 Lebenspunkte. Immer wenn ich meine Hauptphase spontan zwar wirke, kommt auf die Hand zurück. Ja, nice. Oberste Alarmstufe hast du oder machen die jetzt Schaden mit ihr Verteidigungswert, ne?
Ja. Ja. Ist nicht schlecht, aber passt in ein anderes Deckkonzept. Ich glaube, bei denen. Ich glaube, der passt ganz gut rein, denn mit dieser. Den dumm. Ah, der dumm. Mit dieser Fähigkeit werde ich hier vielleicht noch öfter zu tun haben bei diesem Draft. Dann nehmen wir lieber den Kollegen mit. Was ich gerade sagte, wa? Verzaubernde Kreatur, sie hat plus 1 plus 2 Wachsamkeit und wenn ich zu meiner Hauptphase gewirkt habe. Ah, bis zum Ende des Zuges Lebensverknüpfung, okay. So weit dennoch ziemlich nice. Passt auch ziemlich gut in das Thema rein hier. Oh, es geht da so super weiter. Klasse. Da haben wir den Kollegen nochmal. Lege eine Kreatur deiner Wahl, bringe eine Kreatur. Ne, komm, wir nehmen den nochmal. Ja, doch. Schon wieder Alarmstufe. Die will ich aber nicht. Schicke eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Zimmer bringst. Das könnte man eventuell. Das wäre auch wieder in meiner Hauptphase wegen dem Erstschlag. Das ist nicht am Ende des Zuges, sondern direkt. Ja, für zwei Mana. Erstschlag und eventuell noch eine Karte ziehen wir das, ne? Und zwei Lebenspunkte. Das nehmen wir gerne mit. So, ich glaube, wir kriegen schon das Pack wieder zurück. Ja, ich bräuchte ein paar Kreaturen nochmal. Da habe ich noch nicht so viele. Drei, glaube ich, erst, ne? Ja. Aber eine 3-2 wird mir da auch nicht viel helfen. Dann nehme ich wohl doch die Verzauberung. Auch wenn die nicht so toll ist. Aber der Kollege hier ist ja noch da. Ich glaube, den würde ich sogar auch nehmen. Das bremst den Gegner ganz gut aus. Der Rest ist für die Sammlung. Was nehmen wir da? Ab ins Sideboard. Dann nehmen wir den halt doch mit. Und. Oh, Moment. Dann nehme ich lieber das Medaillon. Zieh vier Karten, wirf dann zwei Karten ab. Man spielt in deiner Wahl mischt seine Befriedung von seinem Blick, zieh eine Karte. Weiß ja nicht. So richtig spielen könnte ich keins von beiden. Aber eher das fürs Late Game. Andererseits wäre gerade so die Mana-Kosten, die sind hier alle nicht gerade günstig, ne? Na komm, nehmen wir den Card Draw mit. Gucken, ob wir den auch wirklich nutzen können, aber ich vermute mal, der wird ins Sideboard gehen. Ja, Katsching, Alter, was ist denn hier los? Blau-Weiß, es springt mich ja richtig an. Schöne Karten bei diesem Pack sehe ich gerade. Ich liebäugle fast schon mit dem Gildeneingang. Ah, hier, hier. Hellsicht 2 ist auch nicht schlecht. Auf das Mana kann man sich dann im Late Game. In einem Duell kann ich da echt schon was Fieses mitmachen. Was habe ich denn für Alternativen? Nicht wirklich viele, eine Katze. Ein Typ, der mir Hellsicht 2 gibt, aber für 2 Mana ist ein gutes Verhältnis eigentlich. Ich spekuliere mal darauf, dass ich den nochmal wiedersehe. Ich glaube, die Rare hat hier einfach gute Chancen, in diesem Deckkonzept vielleicht wirklich zu zünden. Nochmal das Medaillon. Zu Beginn an das Versorgungssegment Hellsicht 1, super. Dann bleibt eine Nichtlandkarte deiner Wahl. Die sich genutzt Ja. Flieger. Den nehmen wir. Da auf jeden Fall. Also die Verzauberung war auch nicht schlecht, aber ich brauche Kreaturen und da kann der Flieger richtig gut. Kasteiung. Ah, oh, schau mal an. Mensch. So, was haben wir hier unten? Schau dir die obersten vier Karten an. Nimm eine davon auf die Hand. Okay. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, da ist ein Lebenspunkt. Ja, das klingt doch gut. Ein Mensch, der mir dann auch noch Lebenspunkte gibt, wenn ein anderer reinkommt. Oh, das nehmen wir. So, was haben wir hier Schönes? Zieh vier Karten, dann zwei abwerfen, schicke eine Kreatur deiner Wahl, stecke vier oder mehr ins Exil. Da ist der Kollege nochmal.
Das ist auch nicht schlecht. Aber ich. Oh, ich hätte lieber die Hexerei, aber ich brauche mehr Kreaturen. Ich habe doch erst eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Wovon ich beim Riesengeist sicher bin, dass ich das spielen kann. Ne, da muss der kleine Kollege nochmal ran, leider. Acht. So. Alle Farben, Fliegen, Flugsicher, vereinfarbig. Nice. Neutralisieren Kreatur. Oh. Das ist auch nicht schlecht. Bisschen Control. Oh, was haben wir hier? Kann ich angreifen und blocken? Ah, das ist ja noch fast besser. Natürlich, ich sag mal, es ist schöner, wenn ich sie direkt neutralisiere. Aber so habe ich die Möglichkeit auch später drauf zu reagieren. Nur, nicht nur, wenn er sie castet. Dann nehme ich doch lieber das Ding hier. So. Dovins Scharfsinn oder Geist der Turmspitze? Ach ja je, den Geist auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt habe ich für dieses Deckkonzept schon fast genug Kreaturen. Ja, das kann man nehmen. Ich würde sagen, den Counterspell nehmen wir, ne? Ja. So, was haben wir denn hier? Ein Spieler der Wahl schickt eine Karte aus seinem Friedhof ins Exil. Opfer. Naja. Card Draw für eins und dann nochmal eins. Ich weiß ja nicht. Das könnte mir helfen. Homunculus. Ne, ich nehme, glaube ich, den Artefakt Enchantment Zerstörer. Dafür sind hier zu viele unterwegs. Und hier nehme ich doch lieber dann das Land. Statt die olle Katze. Das Medaillon. Puh. Ja, hier nimmt immer was für den Sammelordner. Entweder den Dachbalkendämon. Cooles Artwork. Oder. Ja, komm. Ich glaube, einfach nur für den Ordner. So. Den werde ich wahrscheinlich nicht spielen, aber ich pick ihn einfach mal. Ui, das war ein Sound. Ab ins Sideboard. Der rüstet wahrscheinlich auch. Ich pixel mal, tue sie nachher ins Sideboard. So, letztes Pack. Ach, schade. Naja, gut. Aber ich hatte echt viel Glück, dass die beiden ersten Packs so gut für Blau-Weiß waren. Okay, jetzt habe ich ja fast gar nichts, sehe ich gerade. Hier hätte man ja glatt einen Hate-Pick machen können. Wenn das eine echte Runde wäre, gegen die ich dann nochmal antreten muss. Denn hier sind ein paar Karten, die ich nicht gegen mich sehen möchte eigentlich. Uiuiui. Ja, ich glaube, ich nehme den Control. Den Counterspell. Ah, Kaias Zorns gibt's ja. Das sind aber schöne Karten. Ich sehe einen Flieger. Oh, ich sehe noch einen Flieger. Marmorkurve technisch hätte ich, glaube ich, eher den Pegasus, obwohl. Kann ich schon Marmorkurve einsehen? Die noch nicht, ne? Tachyphi 4 auf 2er Slot schon. Aber auch hier unten hinten schon einiges. Ich glaube aber mit dieser Control-Fähigkeit ist es einfach doch besser, den zu nehmen. Und er hat auch seinen eigenen Soundeffekt, wie ich höre. Nice. Okay, was haben wir jetzt hier? Tja. Ich glaube, das Removal ist relevant. Nehmen wir das mal mit. Ist auch mein erster, wenn ich es richtig sehe, ne? Ich wollte zwischen einem picken, aber hab's nicht geschafft. So, was haben wir hier? Den brauche ich nicht. Ja, das Mädel des Zuges, da habe ich schon zwei von. Oh ja, ein kleines Vogelchen, ne? Das nehmen wir. Hauptsache kann fliegen. Da ist noch ein Flieger. Derselbe. Aber hier ist noch einer. Fliegen, wenn er einen bekommt, hat eine Kreatur der Wahl. Zwei Mana. Finde ich das Portal ja fast schon reizender. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie viele Kreaturen ich schon habe. Ich sag mal, im Einser komme ich auch schlecht durch, wenn der Gegner ein paar Verteidiger hat für die Luft.
Jetzt bin ich doch ein bisschen ratlos. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich da mal schnell schaue, wie viele Kreaturen wir da haben. Jetzt 1, 2, 3. Drei nicht fliegende vor allem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eventuell 11. Das müsste eine Kreatur werden. Tja, was nehmen wir denn da? Nehmen wir vielleicht nochmal den Redner als dritten Pick oder als dritte Version oder lieber nochmal die Eule oder den Aufblitzer. Ich glaube, ich nehme den Aufblitzer. Der kann mich vielleicht in einer speziellen Situation wirklich aus der Patsche holen. So, was haben wir hier? Kreaturen. Oh ja, das könnte nicht schlecht sein. Das könnte spielentscheidend sein. Hard Counterspell für 3. Und ein bisschen Millen. Wobei der Counter an sich wichtiger oder relevanter ist. Und auch entscheidender. Aber ich glaube, die könnte echt spielentscheidend sein. Nach dem Angriff alle enttappen. Dann nehmen wir auch den nochmal, ja. Der hilft auch gut. So, jetzt wird es aber ein bisschen dünn. Greift den Tab einer anderen Kreatur der Wahl, die du kontrollierst. Oh, das könnte auch hilfreich sein, aber ich glaube, ich nehme lieber den Schaden hier. Als zweiten in der Hand. Juckt mir in den Fingern, den zu nehmen. Ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, die Wahl, aber zwei Gildeneingänge ist auch nicht schlecht. Durch. Doch, recht. Ja, recht gleichmäßig. Artefakt zerstört, Verzauberung. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar in dem Set. Gerade Verzauberungen, die echt nervig sein können. Ich glaube, ich nehme doch lieber den. Da sind zu viele nervige Verzauberungen unterwegs. Dann den Pegasus mit dem noch. Ist doch klar. Und haben wir doch einen davon. Na nö. Ich dachte, davon hatte ich schon zwei. Habe ich mich verguckt? Oh, ich habe mich verguckt. Ich habe gedacht, das wäre die hier. Uiuiui. Ach, Mensch. Muss man sich die Zeit eben mal durchlesen. Okay, jetzt habe ich doch alles doppelt und dreifach, was ich anfangs da noch mich gegen entschieden habe. Na, ankommen bis zu als letzter Pick hier. Witzig. Okay, schmeißen wir mal raus, was wir rausschmeißen wollen und können und sollten. Den auf jeden Fall. Den wollte ich auch raus haben. Eigentlich bräuchte ich auch. Was sagt denn hier? Oh, cool. Meine Schatzkammer ist voll. Geil. So, ne, ich wollte meine Mana-Kurve schauen. Obwohl, das geht doch. Könnte natürlich ein bisschen besser sein. Aber das hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Aber wir müssen noch ein bisschen aussortieren. So, ich glaube, der kann komplett raus. Da habe ich mich verschaut, leider, dummerweise. Zehn Karten. Welche Kreaturen hatte ich denn? Kreaturen haben wir. Da, 15. Okay, nicht Kreaturen 18. Das wird auf jeden Fall was an den Nicht-Kreaturen zu machen sein. Artefakte. Habe ich zwei? Wieso zwei? Ach, zweimal das Amulett, Medaillon. Da eigentlich ja. Für drei Mana. Und dann für vier. Im Endeffekt quasi dann für sieben. Ziehe ich zwei Karten. Aber hab da zwischendurch noch ein bisschen Mana-Fixing. Und gerade bei diesen teuren Spells, die ich hier habe, aber nicht so viele, laut Mana-Kurve. Dann schmeißen wir die Medaillons raus. So.
So, haben wir kein Artefakt mehr drin. Hexereien, Spontanzauber. Spontanzauber würde ich eigentlich fast lieber drin lassen. Andererseits, ich habe auch nur eine von denen. Kommen wir doch lieber von unten, würde ich sagen, ne? Das könnte ein Game Changer sein. Das Removal. Könnt den rausnehmen. Weil ich wollte ja eigentlich Hexer, war. Ich wollte doch Hexereien rausnehmen, nicht Kreaturen. Dann kommt da auch einer von raus. Dann kommt der raus. Und. Oh, jetzt wird schwierig. Jetzt wird es doch ein bisschen schwierig. Meine Mana-Kurve sagt mir. Ich muss was aus dem Zweier-Slot rausnehmen. Gott, ich habe nichts im einen Slot. Traurig. Okay, 5 Karten aus dem Zweier-Slot wäre ich bei 7. Brauche sehr viele Kreaturen im Zweier-Slot. Ich kann mal nicht komplett alle 5 aus dem Slot rausnehmen, da verliere ich zu viel. Ich nehme davon an raus und davon ein. Ich sehe schon wieder, ich komme nicht auf 40. Ich habe es noch nie geschafft. Und ich glaube, ich nehme den auch raus. Die Chance, dass ich den spielen kann, ist, glaube ich, zu gering. Und ich glaube, ich nehme auch den Riesen raus. Da war ich eh von vornherein skeptisch, ob ich den wirklich spielen kann. Ist halt die teuerste Kreatur. Komm, nehmen wir den auch raus. Und versuche es Level 41, was meint ihr? Die Mana-Kurve ist echt mies. Versuchen wir es mal. Haben ja schon festgestellt über die letzten Folgen, dass, ja, ich sag mal, dass ich nicht der Top-Spieler im Draft-Bereich bin, aber ich gebe mir immer Mühe. Und ich, ja, ich sag mal, ich sehe ja auch, dass gerade dieses Thema Mana bei mir oft ein Problem ist und auch die Kartenanzahl. Meine Besserung ist auch wirklich nur mit ganz kleinen Schritten zu sehen, wenn überhaupt. Ich halte das mal. Und guck mal, ob ich hier noch den anderen Vogel rauskriege. Ah, guck an, den hätte ich auch gerne auf der Starthand gehabt. So, drauf oder drunter? Ah, beide oben geblieben, okay. Ja, guck mal, siehst du, da können wir gleich einen Tausch machen. Das passt doch. Er greift an, ich blitze auf, blocke, mach minus 2 bei ihm. Oh. Das ist natürlich nicht schlecht. Eine Kreatur, die gleich 2 Mana erzeugt. Nicht schlecht. Okay. Und blocken. Das ist natürlich nicht so viel gewonnen, aber glücklicherweise eine Mana gezogen. Super. Dann würde ich auch schon fast sagen, bremsen wir ihn mal aus. Das ist mir doch zu riskant mit. Dass er jetzt hier noch Runde 4, 6 Mana hätte. Das wäre jetzt echt heikel geworden. Aber ich bräuchte mal dringend noch einen Mana. Blaues wäre schön. Dann kann ich schon meine ganze Hand spielen, wenn ich 4 Mana habe. Also jede Karte aus meiner Hand, nicht meine ganze Hand auf einmal. Okay, hat er keinen Landdrop? Oder wägt er gerade ab? Was er. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gucken wir mal, ob er Counterspells hat. Ich hoffe ja nicht. Würde ja eigentlich nicht ins Grün-Blau-Thema passen. Aber er hat scheinbar irgendwas, mit dem er darauf reagieren könnte.
Ach, schade. Sehr, sehr schade. Das hat auch so gut gepasst in diese Karte. Ah, es ist schade. Ja, guck das ich auch nochmal an. Ist echt bitter, was ich danach bekommen hätte. Gut, ich hätte zwar aus Mana gewartet, aber das wäre es wert gewesen hier. Na gut. Gucken wir mal, ob wir hier noch was reißen können. Ich habe ein bisschen Angst, dass er noch einen Counterspell auf der Hand hat. Deswegen spiele ich, glaube ich, erstmal den Kollegen aus. Ich meine, genau genommen hätte ich auch zuerst angreifen sollen, aber ich will mal gucken, ob er noch einen Counterspell auf der Hand hat. Irgendwas hat er, glaube ich. Sonst würde die Pause nicht so lang sein. Irgendwas hätte er auf der Hand. Wahrscheinlich hat er abgewogen, ob es das wert ist, für den kleinen Vogel hinzuzünden. Oder ist es ein anderer Spontanzauber? Okay. Dann habe ich doch einen Blocker. Perfekt. Immer wenn er angreift, erhält eine Kreatur, die Kreatur. Okay, nice. Er ist ausgetappt. Da kommt auf jeden Fall mein Flieger raus, den ich mich ein bisschen gefüttert habe. Dann ist das auch schon mal sicher. So, dann kann ich den Boten des Syndikats gleich opfern und kriege dann noch einen anderen Flieger raus. Das ist doch super Tausch. Und er hat Schwierigkeiten gegen meinen Flieger. Was zu finden, sehe ich gerade. Zumindest blockertechnisch. Ich denke mal, von den Zaubern hat er was zur Auswahl. Da komme ich aber gleich gut an. Gut gegen an, sage ich. Weil er so. Der kann ruhig hops gehen. So, ich kann den bouncen nämlich. Eine andere Kreatur. Ah, okay, gut. Dann ist es vielleicht auch relevanter, dass ich erstmal den ausspiele. Erst bin ich gerade auch wieder ausgetappt. Oder vielleicht sogar den Kollegen. Ja, Moment. Hetz mich nicht. Ich hätte gerne den Counterspell aber bereit. Kriege ich aber so oder so nicht hin. Also machen wir das. Ja, so würde ich sagen. Dann muss er zahlen, wenn er angreifen will. Und würde sich selber ausbremsen. Ich kann dennoch angreifen. Und könnte damit ihm zur Not auch blocken mit dem Geist. Dann würde er dann gegen den Ghoul. Was war das hier? Bärenkämpfer? Bändigerin. Tauschen. Bei das Tauschen bin ich eher skeptisch. Also als Grünspieler hat man Kombo-Tricks auf der Hand. Das sollte man, glaube ich, hinkriegen, da nichts zu tauschen. Spannende Situation. Was macht er aus seinen drei Handkarten und fünf Mana? Er spielt eine Kreatur. Okay, und verzichtet auf den Angriff diese Runde. Das denke ich mal eine gute Entscheidung. So hat er auch nochmal ein weiteres Ziel für den Rudelkämpfer in der nächsten Runde, wenn er den nutzt. Okay. Und was machen wir Schönes? Für 5. Für 5. Wie viel gibt ihm denn plus 3? Oha. Na gut, dass der nicht trampelt. Aber ich kriege den auch nicht vernünftig geblockt. Weil das hier eine Hexerei ist, kann ich das auch nicht wirken. Aber das könnte ich vielleicht machen. Dann lasse ich meinen Flieger lieber. Ah, schwierige Entscheidung.
Dann blocke ich mit dem Geist in der Rudelkämpfer. Nutze den Flicker und er kriegt Erstschlag, mein Geist. Nach der Angreiferdeklaration. So könnte das funktionieren. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Gegen teure Spells hätte ich ablöschen auf der Hand. Als er da was Dickes parat hat noch. Ah, okay. Wollen wir ihn da schon gleich mehr zahlen lassen für, oder? Ich verliere einen Flieger. Und er verliert gar nichts. Ich könnte auch so einen Flieger verlieren, auch wenn er einfach mehr zahlt dafür. Eieieiei. Okay. Ja, das wollen wir aber auf jeden Fall nicht. Und das können wir auch verhindern. 3-3, den auf jeden Fall adaptieren könnte. Das wäre fies. Ich glaube, ich muss aber auch vor der Blocker-Deklaration. Oh! Vor der Blocker-Deklaration machen. Denn sonst würde das, glaube ich, nach der Blocker-Deklaration der Blocker hinfällig sein. Na gut, jetzt kann ich ja beides spielen. Den und den Spontanzauber. Auch wenn ich gerade etwas schlechteren Board-State habe, meiner Meinung nach. Da er ja doch die stärkeren Kreaturen draußen liegen hat. Und er wird sicherlich noch was mit Adaptieren im Deck haben. Nicht noch einer. Jetzt können die sich ja gegenseitig buffen. Schöne Sache. Das ist schön für ihn. Und darauf wartet er auch. Okay. Jetzt fällt mir gerade ein. Minus 4. Erstschlag. Ich könnte das auch so rum machen. Das mache ich auch. Ich mache es nicht mit dem Geist, was ich vorhatte, sondern mit der Sphinx. Hatte ich gar nicht gesehen, hat er dafür echt 4 Mana bezahlt? Wahnsinn. Genau, jetzt bezieht er sich gegenseitig. Verrechnen. Und mal gucken, also schicke eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, jetzt exilieren. Bringen sie dann unter der Kontrolle des Spiels zurück. Sie erhält ja schon bis zum Ende des Zugs. Okay, ich glaube, ich mache das richtig. Ich schicke ihn ins Exil. Er kommt wieder zurück. Die Verzauberung ist abgefallen und er hat Erstschlag. Und damit blocke ich ihn. Und er blockt ihn. Und bei ihm sterben beide, bei mir einer. Ja, wunderbar, und da kommt der Game Changer, wobei ich den auch nicht mehr brauche, glaube ich. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1 bis zum Ende des Zuges, sind tapfer. Ja, wunderbar. Einmal drei Angreifer und alle verstärken. Sehr schön. So muss das laufen. Gut, ich glaube, das war auf jeden Fall auch ein gutes Stückchen Glück dabei. Aber mir ist jetzt auch kein grober Spielfehler von meiner Seite aufgefallen. Gucken wir mal, ob das sich so hält. Mal schauen, was ich hier habe mittlerweile auf der Uhr. 34. Ich hätte aufhören sollen. Okay, gut.
Das halten wir. Denn die Videos werden sonst wieder zu lang. Das mag ja da wieder kein Mensch gucken. Okay, wir können Turn 2 schon loslegen. Turn 3 haben wir den Pegasus draußen. Oder haben wir erstmal ein Problem. Okay, was haben wir hier? Immer wenn eine oder mehr Marken auf ihn gelegt werden, kannst du den Bibliothek nach einer Karte namens... Ach je. Nicht schlecht. Und adaptieren sogar für 3 nur. Das ist, denke ich mal, ein ganz guter Wert. Den würde ich jetzt sogar glatt tauschen, wenn er angreift. Besser jetzt in 2-2er töten, als danach vor einem 4-4er stehen. Jetzt muss ich hier gerade nochmal schauen. Klack. Adoptieren kann jederzeit gemacht werden, ne? Auch nach der Angreiferdeklaration. Ja, das ist natürlich riskant. Wenn er jetzt einen Landdrop hat, werde ich den nicht blocken. 11 Krabbe Krieger. Und er hat seinen Landdrop. Doch, da hat er ihn. Okay. Dann. Dann. Puh. Dann würde ich sagen, spielen wir lieber den. Ja, doch. Nehmen den Lebenspunkt auf jeden Fall mit. Und greifen wir an. Ich würde sagen, ja. Denn egal, gegen wen ich tausche, ich bin froh, dass er weg ist. Falls ich tausche. An seiner Stelle würde ich den blocken, damit ich nicht weiter Lebenspunkte saugen kann. Zwar mit dem neuen Typen. Bis er den adoptieren kann, würde einige Runden noch dauern. 6 Mana. Gut, bis er soweit ist, das dauert echt. So habe ich auf jeden Fall auch mehr Schaden von. Aber das Risiko war mir zu groß, dass er ihn wirklich schafft zu adaptieren. Dann steht er von einem 6-6er. Und da hätte ich aktuell dann noch nichts zur Auswahl. Außer den. Wenn er ins Exil geht und zurückkommt, verliert er doch alle Marken, oder nicht? Glaube ja. Können wir mal testen. Schauen, ob es vielleicht dazu noch kommt oder ob wir wirklich so viel Glück haben, dass es hier sauber durchläuft. Spannend, spannend. Spannend, spannend. Ich würde sagen, Angriff. Pegasus spielen, Counterspell bereithalten. Na komm, den wirst du nicht blocken. Wobei ich mich auch frage, hat er davon wirklich noch einen? Oder hat er den wirklich nur als einzelne Karte in seinem Draft-Pool gehabt? Denn dann wäre das Nicht-Blocken damit eigentlich eher schlecht, denn für 5 Mana ein 4-4er. Der lohnt sich eigentlich nur, wenn du ihn mindestens nochmal drin hast. Dass du ihn auch rauskriegst aus der Bibliothek direkt. Na nü, was ist los? Ach so, okay. Adaptieren. Wollen wir es testen? Aber dann verschiebe ich das nur auf nächstes Mal, weil dann kann er wieder adaptieren. Nee, dann
Lasse ich ihn mal durch. Ich denke mal, da ich nicht block, wird er vielleicht auch sagen, okay, dann brauche ich nicht adaptieren und benutze die 4 Mana für einen anderen Spell, den ich dann eventuell countern kann. So, ich hoffe, es kostet wenigstens 3 Mana. Ach, schade. Nee, das counter ich nicht. Ach komm schon, schade. Ja, ich würde sagen, ja, Vollangriff. Vier sind nämlich mehr als zwei. Das merkt er wahrscheinlich jetzt auch. Und da haben wir die Adaption. Ich könnte Ruf zu den Waffen benutzen, um zum Blocken. Und er hatte wirklich nur einen, okay. Ich habe einfach das Gefühl, dass er irgendeinen teuren Spell hat, den ich countern möchte. Und den möchte ich auf jeden Fall countern. Und jetzt. Okay. Hat er nicht angegriffen. Überraschend, überraschend. Ich dachte, ich flicker den jetzt mal, aber. Ah, da werde ich zu gierig gerade, merke ich selber. Ich will möglichst viele Kreaturen damit nutzen können. Und da ich gerade so was Schönes auf der Hand habe, will ich damit doch lieber warten bis zur nächsten Runde. Und greife nur fliegend zwei an. Ruf zu den Waffen waren 1-2, ne? 1-3. Das heißt, ich würde in der nächsten Runde fliegend im besten Fall. Autsch! So viel dazu. Wenn ich jetzt enttappe, würde er mir eine Flieger blocken, das heißt, es würden noch 4, 5, 6, 7 Schaden durchkommen, da hätte er noch 4 Lebenspunkte und keinen Verteidiger. Da kommt. Riskieren wir es. Einmal alle enttappen und alle angreifen. Er ist ausgetappt, er kann sich nur 4 wegblocken. Kriegt auf jeden Fall mindestens 7. Und steht bei 4. Und ich habe jetzt noch Just. Wie heißt das Ding? Justizportal? Justizierportal. Und das werde ich jetzt mal gleich testen, ob, wenn er jetzt nicht aufgibt, ob ich dann das bei der Blocker-Deklaration nutzen kann. Oder auch davor, egal. Ich will gucken, dass die Marken weggehen. Aber eigentlich bin ich mir zu 99% sicher, dass die Marken damit weggehen. Aber Stand jetzt gehe ich davon aus, dass ich gewonnen habe. Spiel mit denen nochmal. Zieh eine Karte. Okay, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir?
Wenn ich mit allen angreife, wird er die Blocker auswählen. Es kommen höchstens zwei Schaden auf der Luft durch. In der Luft und nicht auf der Luft. Und der auf dem Boden würde gar nicht durchkommen. Ich würde mit denen zerstören. Versuchen wir es, wie gesagt, nach Rüstung fahren. Druck machen, Druck, Druck, Druck. So hatte ich das vermutet. Und dann machen wir das. Oh, nur auf meine kann ich das? Shit. Das war Mist. Das war Mist auf jeden Fall. Dann rette ich lieber meinen Flieger. Das war Mist, das habe ich verplant. War vielleicht jetzt gar nicht so schlecht, denn, na nü. Ah, ich war gar nicht in der Hauptphase. Okay. Dann soll ich beide Flieger noch und er hatte momentan nur einen Flugblocker. Wühlte aber gerade in seiner Hellsicht. Oh, hat er was gefunden? Mit dem man das jetzt noch ändern kann. Das wäre natürlich nicht so gut für mich. Das wäre gar nicht gut für mich, wenn er jetzt noch was hatte. Oder ein Flugzerstörer, ein Zauber und er hat ein Zauber. Nein, das gibt's doch nicht. Zwei Schadenspunkte oder eher zwei Lebenspunkte trennen mich vom Sieg. Wenn er doch noch irgendwas spielen könnte, was ich zerstören kann. Ach je, ach je. Halt auch und mache ich dich aus. Das gibt es doch gar nicht. Plus 1, plus 0. Ich brauche Flieger, dass ich an seinem Flieger vorbeikomme. Nein, doch nicht. Er hat auch noch einen Counter. Das gibt es doch nicht. Ah, und so zerbröselt der Keks. Was für ein Glück für ihn. Das kann echt nicht wahr sein. Er braucht nur den Flieger zurückhalten. Kann schön mit 7 Schaden rüberkommen und das zweimal hintereinander. Dann ist das Ding gegessen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das sah doch so gut aus. Wie kann ich denn immer nur so ein Pech haben? Die Mystikerin hatte ich, glaube ich, vorhin erst. Autsch. Auch nochmal bei Game Nights gesehen. Das ist. Wow. Wirklich wow. Da kann man so top decken. Also, da kannst du mir nicht erzählen, dass das auch war. Also, wow. Da bin ich sprachlos. Hat er auf jeden Fall großartig hingekriegt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn es dann bei dem nächsten Versuchen oder Siegen. Ja, wie es da weitergeht, sehen wir dann. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag, Abend. Hat Spaß gemacht. Ja. Euer Wolf, mach's gut. Ciao, ciao.